Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt, zu dieser Ausgabe bei Let's Play World of Tanks und mit einem Replay von Morpheus, der Stahlkäfer, in seinem Jagdtiger. Teams selber sind sehr ausgeglichen, aber ich denke, natürlich ist man mit einem 9er TD in so einem Match sehr gerne und bin ich schon gespannt, was Morpheus hier so auf den Tisch legen wird. Der Panzer ist auf jeden Fall definitiv ein sehr ordentliches Pfund, das darf man so sagen, wie es ist. Und es gibt auf Gegnerseite sehr viele, die sich sehr schwer tun werden, diesen ordentlich zu penetrieren. Das Replay selber ist nicht so lang, was ich so von den Stats gesehen habe, aber es wird mit ordentlich Schaden um sich gehauen, also von dem her bin ich gespannt, was jetzt gleich passiert. Ja, fahrt ihr jetzt erstmal mitten in die Stadt. Und dieser Spot ist sehr schön. Oh, einfach mal aus der Hüfte geschossen. Richtig gut, alter Schwede. So, jetzt nochmal zack. Da steht er halt super, weil er ist nicht so leicht penetrierbar hier, wenn die untere Frontplatte nicht zu sehen ist. Jetzt kommt der IS-6. Nein, der Winkel ist schlecht. Aber ja, da hat er ihn den Gefallen gemacht. Ist noch ein bisschen zurückgefahren. Und IS-6 kettet ihn hier lediglich. Stört ihn wohl nicht so stark. So, und jetzt auch den T21. Konnte auch noch ordentlich eine verpassen. 4 Hits, aktuell 2400 Schaden gemacht. So, der FCM 50 Tonner ist natürlich ein super schönes Ziel. Wenn der KV-3, ja genau, sehr gut KV-3. Oh, jetzt hat da doch mal einer ihn getroffen. Und eine Su kriegt auch direkt mal einen. Su macht aber dafür ihr 6 schnell weg. 2-4. Kommt denn das gefühlt her? So, und zack, da ist der ES6 weg. Der Reload ist halt mit knapp 10 Sekunden und dann dem Schaden schon bitter. Den unterschätzt man einfach auch ganz gerne mal. So, jetzt hat er die Kälte repariert. Nimmt jetzt mal die FCM raus, wer sich denkt, ja, die kleine Fliege da, mach ich jetzt auch mal weg. So, jetzt fehlt noch die Su. Jetzt kommt er auch drauf. Oh, Munitionslager weg. So, jetzt der E75 geht wohl auf den 1390. Da ist noch ein IS. Jetzt hat er den 1390 weggemacht. Jetzt kann er auf den IS gehen in aller Ruhe. Kommt aber hier nicht drauf. Schade. Oh, da ist er, da ist er. So, jetzt muss er den etwas längeren Weg nehmen und hat dann das Problem, dass er... Naja, ich wollte gerade sagen, dass er den T54E1 im Rücken haben wird, wenn er sich in die falsche Richtung dreht. Aber der hat es ihm ganz leicht gemacht. Ja. Jetzt hat er zwar den Weg zugeparkt, also jetzt kommt man durch beide Wege nicht mehr durch. Aber was der T54 da an dieser Stelle frontal gegen ihn ausrichten wollte, das ist ein Geheimnis, das wir wohl nicht erschließen werden. zu 7, 4 Kills, aktuell 5400 Schaden und die Runde ist 3 Minuten 30 alt. Ja, nicht schlecht. So, auch hier. Zack. Will Helminger im Tiger 2, der kann einem fast leid tun. Jetzt geht er auf den KV. Zack. Oh, der Tiger kommt durch und schießt ihm auch gleich den Motor raus. Kann nicht mal mehr reparieren. Das ist natürlich ärgerlich. Deswegen schießt er jetzt wahrscheinlich auf den Tiger, weil er sauer auf ihn ist. Bisschen aggro. Aber noch 2 Sekunden, dann war es um ihn geschehen wahrscheinlich. Da braucht man auch mit der Waffe gar nicht großartig zielen. Kann man einfach mal oben drauf halten, weil 276 Durchschlag, das langt in der Regel für alles. Gerade auf der Tierstufe natürlich.
7531 Damage gemacht. Und das in 4 Minuten 30. Gibt es da vielleicht sogar noch einen Pershing? Ah, den kettet er da nur. Schade. Den Krieger hätte er sich eigentlich durchaus verdient. Vielleicht kriegt er ihn noch, wenn er da jetzt trifft. Nein! Und schon wieder gekettet. Schade, schade. Ja, jetzt kommt er. Ah, jetzt kriegt er ihn ums Fitzelchen nicht mehr. Schade. Er hat geschrieben, Sechster für mich, aber an dieser Stelle würde er den gar nicht mehr bekommen. Er wird gar nicht auf ihn draufkommen. Ist einfach Unglück gelaufen. Natürlich nimmt man gern den Krieger mit, aber in dem Augenblick verstehe ich das Team, wenn man dann auch dem einfach den Ende setzt und nicht wartet, bis der Jagdtiger dem hinterherfährt. Und gerade mit kaputtem Motor wäre es nochmal langwieriger gewesen. Also von dem her, für mich nachvollziehbar, dass man da nicht unbedingt wartet. Schade für Morpheus natürlich, der den Krieger also wahrscheinlich sehr verdient gehabt hätte, aber ich sag mal, das Panzerass hat er dafür bekommen und das ist doch allemal mehr wert. Und in der kurzen Zeit des Spiels auch noch umso schöner. Mir hat es sehr gut gefallen, ich hoffe euch doch auch und deswegen bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.